So, Kamera? Ich glaube, das ist so okay. Auf jeden Fall, erinnerst du dich, dass ich so ein Update-Video gemacht habe für die DJI Fly-App für die Version 1.10.4? Und ich so gesagt habe, in der App selbst hat sich nichts geändert. Und das Raunen ging durchs Netz, durch Weltuntergangsstimmung. Ich kann nicht mehr höher fliegen als 120 Meter mit meiner DJI Mini 3 Pro, mit meiner DJI Mini 2 SE und ich glaube die Mini 2, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall Weltuntergangsstimmung und ich kann es nachvollziehen. Vielleicht nicht in jedem Szenario, aber wenn du zum Beispiel so einen Berghang hoch möchtest, kann ich das nachvollziehen. Also habe ich mir gedacht, komm, ich prüfe das Ganze. Bin also mit meinem iPhone und der neuesten Fly-App, die da drauf ist, der Version 1.10.4. Für iOS ist das die aktuellste Version, losgezogen und konnte den Regler ganz entspannt auf über 500, nein, nicht über 500 Meter, aber über 120 Meter auf 500 Meter machen. Und dann habe ich gedacht, boah, woran kann das liegen? Es ist die Fly-App für Android. Okay. Fly-App 1.10.4 und ich weiß, ich wiederhole mich. Gucken wir mal nach. Installiere ich hier auf dieses Smartphone drauf mit der neuesten Android-Version? Okay. Geh heute Morgen noch zu DJI auf die Internetseite. Da gibt es die Version 1.10.5. Ja, du liest, siehst richtig. 5. Ein Update dazu. Ich so, boah, geil. Wunderbar. Dann zack, als ich jetzt hier im Studio bin, installiere ich. Guck, hä? Du gehst auf deine gewünschte Drohne, gehst auf Downloads, gehst auf die entsprechende Fly-App und was lädt sich darunter? Hä? Weder 1.10.4 noch 1.10.5. Es ist eine ganz andere Version, eine ältere Version. Okay. Aber was ist es denn jetzt hier mit dieser 1.10.4? Stimmt das mit dem Regler? Ja. Tatsächlich war in der Android-Version, warum auch immer, ja, es ist völlig egal, warum, ob Fehler, beabsichtigt oder ein Geschenk vom Osterhasen zum Nikolaus, völlig egal. Es war ein Fehler anscheinend in der Android-Version, weil bei iOS, also bei Apple, gab es das nicht. Das ist auch kein Bashing zwischen Apple und Android, aber hier ist es aufgetreten, hier nicht. Auch nicht auf dem DJI RC Controller, hier, dem grauen, darauf auch nicht. Da gab es nur die Vorabversion, also die Vorversion von der 1.10.4. Hier gibt es sie nicht drauf. Für den Pro Controller, den teuren, also der 1000 Euro, nicht der hier, der 300 Euro kostet, da gab es das auch. So, was hat DJI gemacht? Die haben tatsächlich auf der Internetseite, auf ihrer ganzen weltweiten Internetseite, die Version Punkt 4 und Punkt 5, bam, gestrichen. Ich sage nein zu 4 und 5. Also, hä? Okay. Und wie installiere ich das Ganze? Pass auf, ist gar kein Problem. Hat aber leider das Problem, dass du das Ding nicht nur runterladen musst, sondern du musst vorher die DJI Fly App deinstallieren auf deinem Android-Smartphone. Das tut mir wahnsinnig leid. Es ist aber so. Und ja, also je nach, keine Ahnung, also auf der Version hier, ja, da geht das nicht. Da muss ich die Fly-App deinstallieren, weil sonst steht da irgendwie ungültiges Paket, weil du kannst mit einer älteren Version die jüngere nicht, ja genau, mit einer älteren Version die jüngere nicht aktualisieren. Also downgraden, das geht nicht. Es geht auch nicht um eine Firmware. Das stimmt nämlich nicht. Es ist lediglich die Fly-App. Installierst du also, nachdem du die alte, neue DJI Fly-App gelöscht hast, die neue, alte Version drauf. Mein Gott, kompliziertes Wortspiel. Auf jeden Fall, wenn du das gemacht hast, weißt du, was dann ist? Dann steht da wieder der Regler mit 500 Meter. Und ich habe da drauf links und rechts und so. Alles easy peasy. Ich erspare dir, dass ich noch hoch oder runter geflogen bin oder was auch immer. Es ist definitiv so, dass es ein Bug, ein Fehler, ein was auch immer ist. Deswegen stress dich nicht. Deinstalliere einfach, falls du die 1.10.4 oder 5 hast, die App. Lösch das Ganze. Überspiele einfach dann die neue, alte, neue Version.
dann musst du dich leider nochmal einloggen und musst natürlich die Return-to-Home-Höhe einstellen. Das ist immer ganz, ganz wichtig und mehr war es nicht. Und dann kannst du deinen Berg hinauffliegen, wie du lustig bist. Natürlich weiß ich, dass du immer auf Sichtweite fliegst und ich weiß auch, dass du die Regularien einhältst. In dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir der Quick-Tipp gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn er dir nicht gefallen hat, 2 Likes, ein Abo würde mich riesig freuen. Lob, Kritik, Anregung in die Kommentare. Und ja, du hast recht, manchmal lohnt sich das Aufregen, denn schon hat der große Player reagiert. Ich ganz persönlich mache jedes Update und ich liebe DJI und seine Software. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned. Ich bin schon so gespannt auf die R3.